total froh, dass er heute Abend hier ist. Sie werden sicherlich viele Fragen haben. Sieht er immer noch so aus wie früher? Ist er noch so dynamisch? Hat er noch die Haarfarbe und diese ganzen Sachen? Das bitte in der Pause. Begrüßen wir hier ganz herzlich. Und ist er da? Herrn Peter Bause. Nicht berührt, weil ich bitte Sie von Herzen so zu reagieren, wie Sie es für richtig, um Gottes Willen. Das ist nicht ganz so meine Welt. Sie haben allerdings einen Vorteil gegenüber, wie früher beim Fernsehen, hieß es dann immer, wenn man sowas machte, bitte bleiben Sie noch anschließend sitzen. Wir gucken erst das Band durch. Keine Schmerze haben, dann muss das alles nicht. Also, dann wollen wir mal loslegen. Ich muss sagen, ich muss selber sehen, wie ich damit hinkomme, wie dem auch sei. Und jetzt erleben Sie was ganz Großartiges. Nehme ich hier mit dem Koffer, mich, dann werde ich die Bühne betreten und dann bin ich ein anderer. Und Sie werden merken, nichts hat sich verändert. Darin zeichnen sich große Künstler aus, dass sich überhaupt nicht verändern. Also in diesem Sinne. So, meine Damen und Herren, mein Name ist Enrico Neumann, geboren in Döbeln. Im kältesten Winter des vorigen Jahrhunderts, 1947. Döbeln, aufgewachsen in Döbeln. So im Umkreis von 500 Metern mit den üblichen Spielen nach dem Krieg. Also Klingelzug, also Klingeln unten und wegrennen. Völlig vergessen, dass nach dem Krieg überhaupt keine Klingel geht. Oder ein Portemonnaie mit Sand füllen, hinlegen mit einer Strippe dran und wenn sich jemand bückt, wegziehen. Obwohl auch da völlig falsch, nach dem Krieg hat man auch gerne ein Portemonnaie mit Sand genommen. Aber das ist ein dann so aufgewachsen, dann auch noch zum Abitur dann nicht weiterempfohlen worden, weil mein Achtklassenabschluss war dann 3,9. Hätte ich allerdings noch die Abitursache machen können, wenn ich zur Nationalen Volksarmee gegangen wäre. Aber das wollte ich nicht, da bin ich zur Post gegangen in Döbeln. Lebensumkreis jetzt 1000 Meter. So. Bei der Post in Döbeln habe ich alles gelernt, was zu lernen ist. Zum Beispiel bin ich auch alles durchlaufen. Ich habe also Briefe ausgetragen, was damals noch Briefträger hieß. Und zwar zweimal am Tag um 10 Uhr und 14 Uhr. Und keine Hausbriefkästen, immer schön hoch und runter, hoch und runter. Und dann habe ich ein paar Geldbriefträger gemacht. Das war sehr schön. Da war man gern gesehen, wenn man da die 12 Mark auszahlte. Da war man sehr beliebt. Und dann habe ich Paketzustellung gemacht. Das war sehr schön. Wissen Sie, früher kamen doch die Pakete alle von drüben. Weil was wollte man denn schicken zwischen Leipzig und Döbeln? Ein Paket Atta oder was? Also, die kamen alle von drüben. Und Sie erinnern sich, jedenfalls in meinem Alter, die werden sich erinnern, dass damals die Zustellung 30 Pfennig kostete. Man musste 30 Pfennig bezahlen. Und weil sich die Leute so freuten, dass ein Paket kommt aus Köln, haben sie 50er gegeben. Das war erstmal generell. Und manche bekamen nicht so oft Pakete aus Köln. Und die haben sich dann noch mehr gefreut. Und die haben dann eine Mark gegeben. Und als ich das festgestellt habe, habe ich begonnen, den Paketverkehr zu regulieren. Und aus der Zeit stammt mein heutiger Reichtum noch. Aber das ist ja verjährt. Das kann. So, und dann hatte ich einen guten Umgang mit Geld. Wissen Sie, das ist ja heute, wenn man das heute erzählt, wie ein Märchen, wenn man sagt, es gab einmal ein Land. Wenn man da 15 Mark eingezahlt hat für jemand anders, dann bekam der andere auch die 15 Mark. Und da verschwand nichts wegen Aufrechnungsgebühr, Abrechnungsgebühr, Zuschlagsgebühr, was weiß ich. Heute muss derjenige ja noch 3 Euro mitbringen, damit er den Beleg kriegt, nicht wahr? Und das gab's ja. Und da konnte ich gut mit Geld umgehen. Und das war so gut, dass ich also das Jugendpostamt Döbeln 1 übernommen habe. Das Jugendpostamt bestand aus meiner Jugend, einer Rainerbacher Frau und einer Lottokraft und einem alten Briefträger, der mich hasste. Der hasste mich. Ich wusste gar nicht, warum der mich hasste. Heute in meinem Alter weiß ich, warum der mich hasste. Der hasste mich einfach, weil ich jung bin. Jung war. Ich hasse heute auch die Jugend, weil sie jung ist. Aber gut. Auf der anderen Seite ist ja der Trost, Harz Nummer 7 muss man ja nicht auch noch erleben. Also da geht's ja. Da kann man schon froh sein, dass man älter ist. Nicht wahr? Und dann, vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Zwickau. Da wusste ich, warum der Trabant so aussah. Weil die haben ja so kurze Straßen. Und man muss gleich um die Ecke und berg hoch und dann wieder runter. Da kannst du keine italienische Linie empfehlen. Da knallst du ja hinten gegen.
Ja, und Kauerhoff, wissen Sie, das war ja also Kauerhoff, der war 1977 in Moskau. 1977, der kam völlig bleich und erschüttert zurück. Der hat gesagt, mein Gott, mit uns geht es zu Ende. Aber ich sage, warum denn? Ja, er sei in Moskau mit einer Taxe gefahren, da war die Rückbank eine Gartenbank. Da war der natürlich völlig fertig, dass wir da nun... Naja, und wir saßen mal in... Da habe ich gesagt, Mensch, das können wir doch nicht machen, wir können doch nicht immer hier nur trinken und hier und da. Da haben wir gesagt, gründen wir doch so einen Gesangsverein. Nannten uns lustige Burschen von Döbel. Also Griem, als er noch lebte, war dabei, Kauerhoff, Schwengler, Weise und ich. So. Und da haben wir dann, sind wir über die Lande damit. Da haben wir dann immer so die Erntehelfer erfreut, also die dann immer kamen, wenn die Bauern rausfuhren aus dem Dorf. Zur Erntezeit waren die ja immer so erschüttert, dass sie ernten mussten, weiß ich noch. Und, aber der fuhr so raus zum Einkaufen, auf der anderen Seite fuhren die Erntehelfer rein. Und die haben wir dann abends erfreut. Na, wir haben vielleicht Sachen erlebt, kann ich Ihnen sagen. Einmal stehen wir so auf zum Dorf, ich weiß gar nicht, wie es hieß, hier der Griem, als er noch lebte, dann Kauerhoff, Schwengler, Weise und ich. Und Keller am Klavier, Keller unvergesslich. Keller war Repetitor am Theater, der musste immer diesen Solist, also wenn Bekannten haben, der Solist ist, also was Schlimmeres gibt. Und der musste immer begleiten nach dem Motto, nichts Menschliches ist mir fremd. Und da hat er dann so, und auf einmal setzt er sich hin, wir stehen da, also Griem, als er noch lebte, Kauerhoff, Schwengler, also, und auf einmal fängt er nicht an. Und wir sagen, was ist los? Keine Tasten drin. Na, das war vielleicht eine Katastrophe. Ich meine, das Geld, die 40 Mark Honorar hat man ja schon bei der Laube angeschrieben. Da haben wir a cappella gesungen. Das konnten wir ja. A cappella. Und Keller wollte sich auch Geld verdienen. Und der hatte aber schon drin eben mit dem Rotwein. Aber der kam auf die Bühne und dirigierte uns. Also war er nur ein bisschen so, ich meine, sah das immer so aus. Und da haben die Leute gedacht, wir haben einen behinderten Tänzer mitgebracht. Literat. Ich habe Sie von dem Publikum ein bisschen beobachten können. Sie haben sehr viel gelacht. Sind Sie zum ersten Mal bei der Weinlese hier? Ja, ich bin zum ersten Mal dabei. Wie gefällt Ihnen das? Sehr gut, muss ich sagen. Ja? Sehr amüsant. Okay, also Sie würden das weiterempfehlen? Auf alle Fälle. Toll, danke schön. Schönen Abend. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wunderbar. Es war eine sehr lockere Stimmung, die man ja kennt von Herrn Bauser, dass er sein Publikum auch mitreißt, wenn sie auf den Stühlen sitzen. Es war also sehr amüsant. Sehr amüsant. Also ich fand, es hat sich gelohnt. Schön. Haben Sie zum ersten Mal von der Weinlese gehört? Oder sind Sie zum ersten Mal bei der Weinlese? Ja, ja. Woher haben Sie von der Weinlese gehört? Durch meine Freundin. Die hat uns eingeladen. Als wir hier in der Buchhandlung waren, haben wir das gesehen und dann die Karten gekauft. Und auch zum ersten Mal hier? Jawohl, auch zum ersten Mal und gefällt uns auch gut. Sie würden also wiederkommen? Ja, gerne. Schönen Abend wünsche ich noch. Dankeschön. Danke. Also ganz klasse. Ja? Ich habe noch nie so viel gelacht wie heute Abend hintereinander weg. Es war einfach ganz toll, wie er Entertainer ist, also sowohl, dass er singt, als auch erzählt, Pointen sind, dass man also wirklich einen so unterhaltsamen, aber auch kritisch pointierten Abend hier heute erleben kann. Ne? Da ist ja viel Geschichte auch drin, Lebensgeschichte, DDR-Geschichte, Geschichte allgemein, also wie er das aufgedröselt hat, einfach fantastisch. Also wunderbar. Ja, wir bereuen hier keine Sekunde. Das freut uns sehr. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, danke. Gerne. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Die Leute amüsieren sich sehr gut. Ich finde, das ist ein gelungener Abend bis jetzt. Hier haben wir die Leiterin der Thalia Buchhandel, Frau Krumrei. Frau Krumrei, wie hat Ihnen der Abend bis jetzt gefallen? Sehr gut. Die Stimmung ist gut, die Leute lachen. Was will man mehr? Die Weinlese ist also ein voller Erfolg? Ich sehe es als vollen Erfolg an, genau. Wunderbar. Ist dieses Jahr noch eine Weinlese? Wir haben am 6. Dezember noch eine, genau. Noch mit einem Autor, den wir schon länger schon mal hatten. Und einer Sängerin hier aus Schwerin. Und da freuen wir uns natürlich auch. Und im nächsten Jahr, gibt es da schon Pläne? Wir haben schon Pläne, aber da möchte ich noch nichts verraten. Das soll noch ein Geheimnis sein. Okay, wir freuen uns drauf. Dankeschön, schönen Abend. Danke, Ihnen auch. Unsere Zeiten sind gar herrlich, notabene ein bisschen schwer. Die Ganoven sind begehrlich, die Verdienste gehen leer. Mancher fühlt sich frei und stark, notabene alles Quark.
müsste mich zum Teufel scheren, notabene, aber nie soll das Elend mir zerstören deines Leibes Poesie. Wein und Liebe in mir lot, notabene, bis zum Tod. Ich danke Ihnen. Herzlich willkommen. Da ich weiß, dass es gezielt ist. Nur eine ganz kurze, ganz kleine Zugabe. Sie haben ja schon so lange zuhören müssen. Seit 5 Minuten starrt die Frau hinterm Schalter auf meinen Ausweis. Dann schaut sie mich an. Name? Strubinski. Wie? Strubinski. Horst Strubinski. Hier steht aber Evers. Ja, ja. Geschrieben wird es Evers, aber gesprochen Strubinski. Danke. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Tschüssing, alles Gute, vor allem gesund bleiben.